Leute, was geht? Mein Name ist... Ja, wie ist mein Name? Ja, jetzt schreibt's in die Kommentare. Moin Leute, was geht? Mein Name ist... Habe ich das Kommentar schon geschrieben? Na, was muss an die Stelle? Hier habe ich noch 2 Sekunden Zeit, um das Kommentar zu schreiben. YouTube Gamescom auf der Sony PlayStation 4. Exakt. Und es ist nur einer öffentlich. Und das bin ich. Wie kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Höchstwahrscheinlich liegt das an dem schlechten Internet. Und ich bin ja im ZBC-Clan. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Aber ist mir eigentlich auch egal. Und ja. Heute dreht sich alles wieder um dieses wunderschöne Auto. Natürlich werden meine Videos natürlich nicht immer um dieses Auto drehen, aber ich will es einfach nochmal anmerken, wie toll dieses Auto eigentlich ist und dass es wirklich die beste GTA-Investition ist, die ich je gemacht habe. Die beste Investition. Endlich mal ein schusssicheres Auto. Hab echt lange darauf gewartet, wobei natürlich kugelsicher immer so relativ ist, aber naja. Ich sag nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Puls auf 880, 14 und Achtung Baby, 15 Schuss, ist das die Möglichkeit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Achtung, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Und hier auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 15. So. Ach nein. Wartet mal. Das Auto hält exakt 15 Schuss aus. Wichtig, ihr müsst auch noch wiederholen. Shotgun-Munition zählt etwas mehr. Und ich weiß nicht, wie es mit der Sniper ist. So eine Sniper hier, wenn ein Terrorist im echten Leben so eine Sniper hätte, in einem mittelstark gepanzerten Auto, würde ein Schuss ausreichen und die Panzerglasscheibe wäre hinüber. Ich hab's noch nicht ausprobiert. Was passiert, wenn wir mit einer Sniper und mit großkalibriger Munition auf die Scheibe schießen? Eigentlich müsste die Scheibe... Boom! Ah, ich habe mir schon fast gedacht, dass die Scheibe das nicht so verdreht. Aber mal gucken. Heilige Scheiße! 2 Schuss aus der Sniper! Und hier? 1 Schuss! Und auch noch aus der Shotgun! Und dann noch einer? Geht das noch? Schaffen wir das noch? Wunderbar, ich glaube, das Auto hat genug bewiesen. Also, kleine Information. 15 Kugeln hält dieses Auto stand. 15 Kugeln auch hier, 15 Kugeln auch hier. Ich habe jetzt mal ein bisschen weniger gemacht. Es hält 1, Shotgun hält es auch aus. Shotgun aber nach 4, 5 mal drauf schließen ist das Ding. 2 mal Sniper, einmal hier und einmal hier. Ich denke, da kann man nicht viel falsch machen mit dem Auto. Und das ganze wunderbare Gefährt ist natürlich kugelsicher. Und um euch endlich zu zeigen, dass dieses Auto besser ist als dieses beschissene Auto Kuruma, fahren wir jetzt einfach mal schnell zum... Ding zum Waffenladen und holen uns einfach mal Sprengstoff und will euch das mal zeigen. Er kommt also mit dem Fahrzeug auf jeden Fall aus einem Gefecht, sag ich mal so. Oder was heißt Gefecht? In GTA 5 gibt es einen großen Nachteil. Und diesen Nachteil gibt es. Und das ist natürlich irgendwie ein Nachteil, der nicht realistisch ist. Es gibt den Autofokus. Ihr könnt Spieler anvisieren. Und das heißt, wenn ein Spieler jetzt hier steht, ihr mit eurem gepanzerten Auto dasteht, natürlich ohne Kugeln, kann der natürlich euch direkt anvisieren und euch direkt tak 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 und die Scheibe ist hinüber. Ist natürlich unrealistisch, ne? Eigentlich müsste man den Autofokus sich wegdenken und der Spieler müsste manuell so machen. Dann kriegt ihr euch natürlich nicht. Ja. Das heißt, wenn ihr mal im Bandenkrieg seid, Bandenkrieg irgendwo ist, also in diesem komischen Kreis da, das seid ihr auf jeden Fall gut geschützt. Aber das ist jetzt gar nicht die Frage hier. Wir wollen ja jetzt mal Sprengstoff holen und will euch mal zeigen, dass es hier auch Sprengstoff gibt.
Und was setzen die Terroristen in Los Santos gerne ein? Ja, eine Haftbombe. Haftbombe eher nicht. Handgranate. Das ist natürlich ganz böse. Aber es hält auch das stand. Ja, ich denke, wir nehmen eine Haftbombe. Eine Haftbombe genügt. Völlig aus. Das Auto Kuruma würde natürlich sofort explodieren, obwohl es gepanzert ist. Übrigens nicht 100% gepanzert. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Wo haben wir es denn? Das Auto Kuruma. Immer wieder wird es gesagt, dass es gepanzert ist. Ist nur die halbe Wahrheit. Das Auto hält keine Kugeln ab. Nur vorne. Und hier an der Seite, aber die Fahrerseite. Das Fenster. Da kommen die Kugeln rein. Richtig oft. Ich bin oft gestorben an dem Fahrzeug, weil die Kugeln reinkommen und eine Granate einmal mit der Bazooka drauf, einmal mit dem Lenkkörper drauf und das Ding ist hinüber. Hier hast du wirklich die Chance, noch wegzukommen. So, das ist jetzt Sprengstoff. Das ist ungefähr die Sprengstoffmenge, die damals benutzt wurde, um diesen deutschen Bankchef wegzubomben. Wie hieß er? Nicht Ackermann, sondern so ein anderer Bankchef. Auf jeden Fall haben Terroristen ihn ja auch irgendwie seine Limousine in Angriff genommen. Jetzt warten wir noch, bis die Frau kommt und dann ballern wir das Fahrzeug weg. Ich habe es bisher nur mit Handgranaten probiert. Eine Handgranate hält das Fahrzeug aus. Aber mit diesem harten Sprengstoff bin ich noch nicht. Weiß ich noch nicht, ob das. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße, geil! Das Fahrzeug hat standgehalten. Und jetzt sind nur noch. Jetzt sind natürlich die Scheiben weg. Das ist natürlich. Das als Nachteil. Die Scheiben sind auf jeden Fall weg, aber. Das ist ja total egal, weil ihr habt das auf jeden Fall überlebt. Cooles Fahrzeug, muss ich wirklich sagen. Lohnt sich auf jeden Fall immer wieder, dieses Fahrzeug zu kaufen. So. Ja, danke, mein liebes Auto. Habe ich bestimmt schon weit über 360.000 Dollar investiert noch, also 20, 30.000 Dollar zusätzlich investiert. Also ich habe die Scheiben getönt und so und habe ein neues Nummernschild reingebracht und ja, diesen Kotflügel habe ich auch noch, dieses Heckdingsbums, Spoiler, wie das heißt, habe ich auch noch reingemacht. Ist ganz toll. Ja, tolles Fahrzeug, kann man nicht viel sagen und ja. Ich würde einfach mal sagen, ich bin weg. Und bis dann. Haut rein. Ciao. Euer 2Gamescom auf der Sony PlayStation 4 vom ZBC Clan.